Herzlich willkommen zurück. Wir stehen vor der Arena. Ich habe leider die Cutscene oben mit Cynthia schon getriggert. Das ist mir gerade mal aufgefallen, dass sie da kommt. Cynthia, für die Leute, die es nicht wissen, ist die wohl gefürchteste weibliche Pokémon-Trainerin im ganzen Pokémon-Universum. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber erstmal so viel dazu. Wir haben aber noch zwei, beziehungsweise ein geiles Item gefunden, und zwar die Flameplate, die Feuerplatte, die Feuerattacken boostet. Ich habe es jetzt Ted gegeben, weil Worm hat Quicklaw, das ist, glaube ich, noch ganz okay. Ich habe Zerschneider auch bekommen von Cynthia, dachte, geil, 50 Base Power für Myers, OP, er kann es nicht erlernen. Also ich glaube, ich habe da beim Randomizer irgendein Bullshit irgendwie ausgewählt, dass es vielleicht doch random ist, was welche Attacken welche Pokémon erlernen können. Ich habe es einfach Worm gegeben, dass wir einfach auch nochmal ein bisschen, ja, gut, ich habe meinen Hyperfang, hat schon 80 Base Damage, aber Worm hatte noch Platz, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlecht, wenn wir jetzt noch Zerschneider haben. Brauchen wir später oder früher so oder so. Ja, kacke, dass Myers es nicht erlernen kann, ganz ehrlich, aber ist halt so. Ich würde jetzt auch so in die Arena gehen, ich glaube, das ist ganz okay. Ich lasse Myers am Anfang, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln können für Myers. Ich hoffe, dass es auch so passt. Und hier haben wir Gardenia, in Deutsch heißt sie, ich weiß es gerade nicht. Und zwar erklärt uns da die Challenge von der Arena. Und zwar sind die ganzen Trainer versteckt. Man sieht immer nur einen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wo der erste ist. Genau, da sieht man, hier versteckt er sich. Und die geben, wenn man sie besiegt, geben sie immer wieder Hinweise, wo der nächste Trainer ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Stück. Ich weiß es, glaube ich, relativ gut auswendig, wo die sind. Das Slam halt einfach irgendwann nach dem 50. Mal durchspielen. Nice, nicer Sweep. Der nächste ist links unten, wenn ich mich recht entsinne. Genau, da steht er. So, ein Schmerbe. Können wir da Zornklinge... Ja, komm, warum nicht? Spikes ist natürlich, wenn wir da was rein switchen, blöd. Aber wir sweepen jetzt einfach mit Zornklinge. Oh, ging daneben mit 95% Genauigkeit. Hallo? Okay, gerade schon gedacht. Remo-Reiter. Ah, stimmt. Zornklinge macht ja mehr Damage, je öfter man sie trifft. Wenn man aber dazwischen noch irgendeine andere Attacke macht, wie gerade eben Pfund, dann ist der Damage natürlich verloren. So, da sehen wir auch schon den dritten hinter den drei Bäumen. Ich würde, glaube ich, sogar einen Trank einsetzen. Haben wir noch einen Trank? Haben wir nicht. Soll ich es wagen? Komm, wir haben 3 Stück. Dann benutze ich noch eine Sinelbeere wenigstens. Das passt. Und dann gehen wir da ran an den Speck. Die wird schon nichts Krasses haben. Sterndu, ja komm. 2 Pfund, setzt Platscher ein. Sehr gut. Level 19. Und der letzte ist rechts oben, beziehungsweise rechts nach oben, dann links, hier in der Ecke. Was hat die? Ein Parasect. Boah, das ist das erste Pokémon, wo ich sag, oh, alle Stats geboost. Ne, da gehe ich direkt in Worm mit dem Feuerschlag rein. Nice, Flinkklaue triggert und weg mit dir. So, und da taucht dann die Arena-Leiterin auf. Ich würde sagen, bevor wir die aber challengen, gehen wir noch ins Pokémon-Center. Bis gleich. Und da sind wir. Ich möchte mit Flinch leaden. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Wenn wir schon so ein starkes Pokémon haben, können wir es auch nutzen. Hoffen wir mal, dass es besser läuft wie gegen Mars. Are you serious? Mars ist zwar kein Arena-Leiter, aber ich sehe Mars trotzdem als großer Story-Fight. Und jetzt gegen Gardenia. Mal schauen, ob Flinch uns so gut helfen wird, wie wir das denken. Rattan, okay. Das ist schon mal, ja, nicht schlecht, möchte ich mal sagen. Ja, mit Intimidate, ja, aber wir greifen zum Glück nicht physisch an, sondern speziell. Toll, da sind wir wieder, muss kurz was umstellen. Ich glaube, da hauen wir jetzt einfach einen Aircutter rein. Wenn es sogar crittet, kannst du, glaube ich, sogar ein One-Hit werden, bin ich mir ziemlich sicher. Kein One-Hit, aber ein solider Two-Hit. Giftschweif ist natürlich kacke, falls es uns jetzt vergiften würde. Tanken wir aber hardcore weg. Sag mal, was für. Also, Togekiss ist, glaube ich, 45 Verteidigung und 50 Spezialverteidigung. Also, Togekiss ist, glaube ich, das habe ich noch nicht erwähnt, aber ich glaube, Togekiss ist auch in der Nuzlocke-Community eins der besten Pokémon einfach. Mit der Fähigkeit, mit den Stats. Also, das Pokémon ist so krass einfach. Erste Pokémon, Ekans, schon weg. Nice, das läuft echt super gut jetzt gerade. Chinchu, was ist Chinchu? Ist, Lumpy, okay, du wolltest am Ruf erkennen. Da würde ich jetzt sogar auswechseln. Was ist Lumpy? Ist es schon Wasser-Elektro? Ich glaube, es ist schon Wasser-Elektro. Dann hauen wir mal mit Myers rein. Ich glaube, 2 Pfund sollten hoffentlich ausreichen. Aber wenn Myers ruckzuck lernen würde, wäre das auch noch extrem geil.
Eine Priorität. Oh, Thunderfang. Ja, tanken wir noch gut. Keine Paralyse ist gut. Selbst wenn, haben wir noch die Heal Bell. So, Pfund, wir müssten schneller sein. Jawohl. Solid. Ah, sieht nach einer Damage Range aus. Also, das ist auch so eine Sache. Funkensprung kommt jetzt. Tanken wir, glaube ich, auch noch gut weg. Ja, sehr schön. Eine Damage Range ist, dass eine Attacke vollen Damage macht oder nicht vollen Damage. Das würfelt das Spiel praktisch immer random aus. Es sieht jetzt so aus, als würde ein zweiter Pfund nicht ausreichen. Er kann aber ausreichen, wenn wir eine Damage Range haben. Das heißt, wenn das Spiel sagt, yo, du machst jetzt vollen Damage, dann könnten wir das Lampi jetzt besiegen. Es sieht aber, glaube ich, nicht so aus. Da haben wir leider einen Low Roll bekommen, sagt man da, dass man das Spiel eben einfach wenig Damage ausgerollt hat. Aber mit dem dritten Pfund wird es auch schon. Kein Volltreffer zum Glück. Ich glaube, ein Volltreffer mit da wäre da schon mit dem Funkensprung wäre fatal gewesen. Jetzt kommt der Supertrank rein. Nicht vollgeheilt, das ist gut, weil jetzt wird ein zweiter Pfund auf jeden Fall reichen und wir sind schneller. Nice. Myers hat gut Damage bekommen. Müssen wir auf jeden Fall jetzt auswechseln, außer jetzt kommt echt ein Raupi oder so. Aber da hat Myers einen guten Job gemacht. Was kommt jetzt als letztes Ace-Pokémon? Aerodactyl. Oh mein Gott. Alter. Wir haben leider kein Wasser-Pokémon, gar nichts. Scheiße, wir haben keinen guten Switch-In, ne? Wir könnten rein theoretisch in Ted reingehen. Und Willow, also wir müssen eigentlich in Ted, also wir müssen es jetzt riskieren, dass da jetzt ein Felsgrab kommt oder vielleicht sogar ein Steinwurf, Steinhagel. Aber wir müssen unser Irrlicht treffen. Okay, ist okay. Federreigen senkt den Angriff stark, aber wir greifen nur speziell an. Jetzt muss, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir schneller sind. Aerodactyl ist fucking nochmal schnell. Aber wir müssen den Irrlicht treffen. Dann sind wir, glaube ich, echt. Boah, Antikraft ist speziell und Aerodactyl ist eher ein physischer Angreifer, aber trotzdem sehr effektiv. Ich glaube, das war's. Wir müssen den Flinch rein. Wir müssen jetzt. Ja, aber jetzt kommt wieder ein Antikraft. Sollen wir Aircutter für den Crit? Aber wir machen innen viel Damage. Dann lieber Cheddar für die Konfusion, oder? Sind wir schneller? Nee. Federreigen ist echt in Ordnung. Ist echt okay, aber scheiße, wir haben Ted verloren. Mit einem Crit natürlich. Ohne Crit wäre das nie passiert. Ich schwöre euch, ohne Crit hätten wir Ted nicht verloren. Es macht halt kein Damage, aber ich hoffe auf die Konfusion. Leider nichts. Ja, was wollen wir machen? Alter, aber die Antikraft hat nur 5 AP. Das heißt, es war jetzt die zweite Antikraft. Und wir tanken noch eine. Natürlich kommt der Stat Boost. Mann! Antikraft hat halt eine Chance, dass alle Stats um eine Stufe erhöht werden. Scheiße, jetzt ist er halt noch mehr tanky, noch schneller, noch stärker. Jetzt überleben wir keinen zweiten Antikraft. Das muss jetzt verwirren. Fuck. Ja, dann gehe ich jetzt auf Damage, also das. Er hat auch noch Juwelenkraft. Gut, das war's. Ich glaube es nicht. Crit auf Ted. Ohne den Crit. Ja, wobei, Antikraft ist halt speziell, da hätte der Burn auch nichts gebracht, aber ohne den Crit hätten wir echt noch eine Chance gehabt, glaube ich. Ja, ich muss ein, ja, vielleicht kann es Wurm noch raushauen, aber ja, nee, Federreigen. Wir sind physische Angreifer mit Feuerschlag. Jetzt machen wir halt einfach, und er hat auch noch einen Death Boost bekommen. Das macht jetzt keinen Damage, ist auch nicht sehr effektiv. Ja. Burn. Na gut, aber das wird uns nichts bringen. Das wird uns echt nichts bringen. Burn macht natürlich jetzt Schaden. Und wir können mit Fire Punch noch einen Crit vielleicht, ja, Power Gem. Das ist jetzt gut, weil Juwelenkraft ist, glaube ich, physisch. Das heißt, es macht durch Burn weniger Damage. Und es hat noch eine Beere, eine Sinel oder eine Citro? Eine Citro. Alter, ja. Run nicht tot. Also ich habe ja noch Reservebank. Dafür habe ich ja diese Regel ja, dass ich eine Reservebank habe. Das heißt, der Run ist nicht tot, aber
Oder ist der Run tot? Ich müsste mir nochmal die Regeln durchlesen. Ich glaube, wenn man wirklich einen ganzen Kampf verliert, also wenn Myers jetzt weg ist, haben wir verloren, weil das Georok zählt ja nicht als Pokémon. Vor allem ist es eh nur Level 6, es macht nichts. Aber ich glaube, würden wir jetzt mit Myers gewinnen, dann könnten wir die drei Pokémon, die besiegt worden sind, also Ted, Flinch und Worm, ersetzen. Aber wenn Myers jetzt auch drauf geht, was jetzt passieren wird, also dann ist der Run tot, ja. Falterreigen möchte ich mal sagen. Federreigen oder wie es heißt. Das ist natürlich unser Tod. Und jetzt kommt ein Pfund, der macht vielleicht durch den Death Boost und durch Typ Gestein einfach 5 Damage. Ja, nicht mal. Wahrscheinlich ein HP war das. Wir waren, glaube ich, echt unterlevelt. Ted war 20, 19. Ich hätte, glaube ich, echt Ted einfach knallhart auf 22 leveln sollen. Worm und Flinch auch auf 21 und Myers auch auf 20 vielleicht. Dann hätten wir vielleicht noch was reißen können. Aber so, ja, das war's leider. Gib mir den letzten Rest. Oh Mann. Ja, jetzt müssen wir obligatorisch halt noch das Georok raussenden, dass wir da den Game-Over-Screen bekommen oder halt den keine kampffähigen Pokémon mehr. Also selbst wenn wir es jetzt besiegen würden, der hätte nicht gezählt. Also ja, das sind wir leider verloren beim zweiten Arena-Leiter. Ja, was soll ich sagen? Aerodactyl ist einfach und dann die Antikraft, Volltreffer, die Stats werden noch erhöht gegen Flinch, also... Ja, das war's mit diesem Run. Run Nummer 3 kommt als nächstes. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Run, wenn wir unseren Starter wieder aussuchen. Ciao.